Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Mittagsbeschau der DAX-Spitzenreiter am 25. Februar, am heutigen Tag. Der DAX ziemt sich noch ein bisschen mit seinen weiteren Rekordständen, aber grundsätzlich ist hier die Lage unverändert, höchst bullisch. Die Liquidität fließt hier weiter in die Standardwerte, in die Standardtitel Europas und auch natürlich in den DAX. Hier wird weiterhin gutes Geld geparkt. Wir wollen uns aber heute eben die Spitzenreiter im DAX anschauen und sehen heute hier ganz klar wieder die Versorger vorne, hier in einer Beschau der Tops und Flops. Ganz klar heute Spitzenreiter E.ON mit über 3%. RWE ist hier eigentlich dann dicht auf den Fersen und die Frage ist vielleicht, warum. Gut, man kann hier davon sprechen, dass es eine gewisse Sektorrotation in einem Aufwärtstrend gibt. Die Versorger ja ohnehin schon seit langem in einer sehr, sehr zurückhaltenden Bewegung. Wir sehen den Wochenchart der RWE-Aktie sinnbildlich auch für die E.ON-Aktie, die hier seit den Sommerhochs beziehungsweise Verlaufshoch von den Allzeithoch sind beide Versorgeraktien noch meilenweit entfernt. Aber hier sehen, hier während der DAX eben neue Höchststände markierte, ging es hier mit einer relativen Schwäche gen Süden. Und hier die aktuelle Handelswoche höchst bullisch. Das hängt zum einen damit zusammen, dass es hier die Spekulation darüber gibt, dass die EU die Ausgaben von den CO2-Emissionszertifikaten beschränken könnte. Nutzen dieser wären dann hier ganz klar die Versorgertitel, die im großen Umfang solche Zertifikate halten. Das waren die News, die auch hier schon gestern für Zündstoff sorgten. Und gestern hatten wir im JFD-Stream die Aktie bereits im Fokus, hier die RWE-Aktie mit der Tendenz, dass es oberhalb von 24 Euro schon hier rasch bis zum Widerstand von 25,75 gehen dürfte. Mit der heutigen Performance von nahezu 3% bestätigt sich hier die direkte Trendfortsetzung, also hier ein kleines Verschnaufen Richtung 24 und aufwärts war hier gar nicht zu sehen. Das sind hier solche Ausbruchsimpulse, wie wir sie aktuell erleben, die hier sehr, sehr dynamisch ablaufen können. Und insofern muss es auch nicht direkt hier nochmal zu einem Rücksetzer kommen. Vielmehr könnte es jetzt gleich Richtung 25,75 gehen. Da haben wir hier auch diese blaue Linie. Das ist der EMA 100 Laufen, also hier der gleitende Durchschnitt in exponentiell berechneter Funktion auf 100 Perioden. Und hier in diesem Bereich wäre vielleicht ein kleiner Touchdown nach unten möglich, um dann hier die Marke von 27 Euro anzugreifen. Das wäre dann hier dieser kurzfristige Abwärtstrend seit Oktober des letzten Jahres. Also die Chancen, dass die Versorger hier weiter zulegen, sind gut. Oberhalb von 24 Euro Schrägstrich, insbesondere oberhalb des gestrigen Tagestiefs, bleiben hier bei der RWE-Aktie die Zeichen hier durchweg bullisch gestimmt. Die Lage sehr, sehr konstruktiv. Man müsste hier frühestens, wenn es denn hier zu einem deutlichen Rücksetzer kommt, unterhalb von 23,65 eben die Reißleine ziehen, da dies dann hier nicht nur diesen Test des Aufwärtstrends kurzfristigen bewirken könnte, sondern eben auch hier vielmehr dann nochmals neue Verlaufstiefs, die dann noch deutlich wesen oder deutlich tiefer führen könnten. Die Marke von 20,50 roundabout ist dann hier nur noch ein Zwischenziel auf dem Weg zu 20 Euro. Also insofern sollte sich die Aktie hier tunlichst aufmachen, weiter nach oben zu performen. Wie gesagt, die kurzfristigen Ziele wären hier 25,75 etwa und hier rund 27 Euro bei der Aktie von RWE. Die E.ON ist hier technisch jetzt noch nicht gecovert wie die RWE-Aktie. Nichtsdestotrotz nehmen wir uns die natürlich auch in den Fokus. Und die zeigt sich hier, wie wir das sehen, in einer 10 Seitwärtsrange und das eben seit 2013 schon. Wir fangen das mal hier zum Rechteck ein. Grobe Seitwärtsrange und hier eine verkürzte Spanne sozusagen nochmal in diesem Fenster. Und da wird deutlich, dass wir hier jetzt aktuell in dieser Spanne nach oben streben und hier sind Niveaus um 15 Euro durchaus denkbar. Hier haben wir einen Widerstandsbereich 14,90, 15 Euro, 15,30. Das ist hier der kurzfristige Bereich, den die E.ON-Aktie durchaus anlaufen könnte. Auch hier gestern schon ein schöner Impuls. Kurzfristig haben wir hier bereits ähnlich wie der RWE-Aktie, wie bei der RWE-Aktie, den kurzfristigen Abwärtstrend durchbrochen, haben hier auch das letzte Zwischenhoch von Anfang Februar überwunden dynamisch und insofern dürfte es jetzt hier Potenzial Richtung 15 Euro, 14,90, 15,30 so bis in diesen Bereich hier geben. Rücksetzer, möglicherweise auch ein Gap Close, wäre hier durchaus interessant, ein solcher, im Sinne dieser horizontalen Support-Unterstützung, ja, ein Stück weit runterziehen. Also sollte es zu einer kurzfristigen Schwäche kommen, könnte man hier die E.ON zum Beispiel auf tieferem Niveau einsammeln, um dann an diesem Impuls teilzunehmen. Aber auch hier gilt, wenn wir hier unterhalb des gestrigen Tagestiefs 13,51 zurückfallen sollten, wäre das bullische Setup vom Tisch. Man müsste dann eher davon ausgehen, dass wir hier wieder Niveaus in Richtung 12,60, 12,50 sehen. Sozusagen sich hier diese Range
mit dann aber einem kurzfristigen Abwärtsimpuls sozusagen fortsetzen dürfte. Das ist die heutige Beschau zu den Energietiteln. Wir wollen mal sehen, was am Nachmittag passiert. Grundsätzlich haben die Aktien hier schon ihre Daily Range mit über bzw. an die 3% Tagesperformance erreicht. Man darf mal sehen, was da am Nachmittag noch aus den USA kommt. Letztlich jedoch ein sehr, sehr bullischer Grundton, der sich hier durchaus weiter fortsetzen könnte. In diesem Zusammenhang danke fürs Einschalten. Ihr Christian Kemmer.